Wir gehen zu Kerstin Klein, unserer Kollegin dort bei dem in Washington, bei der Wahlparty, die mittlerweile keine mehr ist, bei den Demokraten. Gibt es denn überhaupt Demokraten, die bislang schon reagiert haben? Also auf jeden Fall ist hier keiner mehr. Die sind alle wahrscheinlich mittlerweile erstmal schlafen, so wie fast alle amerikanischen Journalisten auch schon abgebaut haben. Ich habe vorhin gesagt, hier werden Zäune abgebaut. Das stimmt nicht. Die Zäune bleiben stehen, weil Kamala Harris hier morgen ja nochmal auftreten will, nochmal sprechen will zu ihren Anhängern, aber auch zum amerikanischen Volk insgesamt. Also das Geklappere, was man hier gehört hat, das waren die Kollegen, die abgebaut haben. Hier sind jetzt nur noch wir vom ausländischen Fernsehen. Und nochmal zurückgeblickt, wie war denn der Abend der Demokraten so? Man ist ja mit viel Hoffnung gestartet. Ja, hier standen Hunderte schon am frühen Nachmittag. Das waren dann Tausende, die im Laufe des Abends hier standen. Und da war durchaus Partystimmung. Da hat hier, wir sind ja hier an der Howard University, also Kamala Harris' alter Uni, wo sie in den 80ern Politik und Wirtschaft studiert hat. Und da hat der Gospelchor der Uni gesungen. Howard Queen hat die Nationalhymne gesungen. Der Präsident hat gesprochen. Also da war ganz viel Hoffnung in der Luft. Da war ganz viel Party, wenn der DJ Musik auflegte. Da wurde hier getanzt. Da war auch der eine oder andere, der mit zitternden Knien hier stand und sagte, na, mal gucken, wie der Abend wird. Aber es war vor allen Dingen auch viel Zuversicht zu spüren. Und das wurde eben im Laufe des Abends immer weniger, bis dann eben letztlich die Party aufgelöst wurde von einem Mitarbeiter der Harris-Kampagne, der gesagt hat, sie kommt eben heute nicht mehr, wir müssen den Abend noch abwarten und dann wird sie morgen hier sprechen eben. Ja, so viel abzuwarten ist gar nicht mehr. Kerstin Klein, live aus Washington von der Wahlparty, die ja keine mehr ist, der Demokraten.